Hallo zusammen, ich bin der Lukas. Ich gehe jetzt gerade einstecken. Kommen wir doch gerade mit. Also, was mich fasziniert, ist, dass der Kreativität einfach keine Grenzen gesetzt sind. Dass man immer wieder neue Tricks kreieren kann. Immer weiter. Man läuft durch einen Park, sieht irgendwie ein Bänkli. Ganz spontan. Ein Stapel drauf. Und das fasziniert mich eigentlich, dass man es überall mit mitnehmen kann. Es ist nur ein Bach und vier Würfel. Es gibt verschiedene Gruppen von Leuten, die finden es gerade toll, haben mega Respekt, haben Freude, wenn sie sehen. Andere, zum Beispiel ältere Leute, finden es kritisch, nehmen die Würfel in die Hand, sagen, es ist magnetisch, es ist irgendetwas faul. Ice-Tagging ist wirklich eine Hexerei, im Gegenteil, es ist wirklich Koordination, wo man sich antrainieren muss, das Gefühl bekommen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es für jeden möglich ist, das zu lernen. Acabo de ver el truco, me parece muy interesante y no sé, me parece un poco mágico. Ich kann das mega gut machen. Ich weiß nicht warum. Toll. Dice-Tag ist für mich einfach ein super Ausgleich. Hat koordinativ, dass man mit den Händen etwas macht. Und wenn ich das mache, kann ich einfach voll abstellen auch. Bin eigentlich in meiner eigenen Welt, vergisst alles um einen herum. Also ich habe das mal im Fernsehen gesehen, dann habe ich mich weiter informiert darüber im Internet und dann ist es eine Sucht geworden.